So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. Wir sind zurück hier in Service Paradise mit unserem Rocket Bunny Art KE36 und heute habe ich mal ein bisschen Bock, was Chilliges aufzubauen. Die Karre ist ja schon relativ auf die Fresse, fuhr sich auch sehr, sehr gut. Wir haben letztes Mal schöne Driftzone einfach mal damit absolviert, ohne große Probleme. Aber wir haben einen Scheunenfund bekommen, der mich wirklich sehr, sehr reizt, weil das Auto an sich eine ziemlich geile Kiste ist. Aus dem Grund gehen wir rüber, nebenbei auch noch einen Scheunenfund, den wir abholen. Das machen wir jetzt mal flott. Nämlich ist hier drüben noch der Toyota fertig, mit dem wir auch natürlich nochmal Offroad gehen werden, weil das Ding ist natürlich optimal dafür. Und den holen wir erstmal kurz einmal ab. Mein Vater hatte so einen. Ist immer auf der Straße gefahren. Nie dreckig geworden. Nie viel schneller als 80 gefahren. Deshalb bin ich wohl meiner Mutter so ähnlich. Okay, ist seine Mutter nur neben der Straße gefahren, immer schneller als 80 und alles dreckig gemacht? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich weiß es nicht. So, wir haben noch ein anderes Auto von ihm bekommen, was ich unbedingt tunen will. Nämlich den Kollegen hier, den Ford Super Deluxe Station Wagon oder den Woody. Und ich würde mal sagen, wir steigen mal in Woody ein und packen erstmal das Surfrad wieder drauf. Der Kollege hatte ja ein Surfrad, als wir ihn aus der Scheune geholt haben. Und Warren hat auch gesagt, ey, ich packe ja das Surfrad wieder drauf. Warren ist aber eine Arschgeige und packt mir das Surfrad nicht wieder drauf. Aus dem Grund werden wir mal schauen, was wir da so Schönes mitmachen können. So, da haben wir die Kiste erstmal. Wir schauen uns den erstmal in Ruhe an, weil der ist ziemlich schick. Weil das war noch eine Zeit, ist Nachkriegszeit, ne? Richtig? 964, ja, Nachkriegszeit. Der erste Nachkriegswagen und wirklich, das ist Holz. Die meinen das ernst. Das ist nicht Optik oder sowas wie heutzutage, das ist Holz. Das ist schon ehrlich. Und der Wagen ist auch ehrlich, würde ich behaupten. Da ist ein schöner Motor. Ja, hier haben wir schöne Ladefläche. Das Ding ist eigentlich perfekt, um surfen zu gehen. Und ja, wir haben 3 Sitzbänke. Das Ding ist nämlich gar nicht mal so klein. Ich würde mal sagen, wir hören mal kurz rein. Und ich werde höchstwahrscheinlich einen Motorswap machen. So geil, vielleicht lassen wir den auch mal so. Vielleicht cruisen wir auch einfach mal. Das wäre auch mal eine Idee. Das ist eigentlich ein paar Wagen, um chillig rumzufahren eigentlich. Hören wir mal an. Boah, die Schwungscheibe ist aber auch so ein... Ja, ich drehe da mal... Morgen runter. Morgen haben wir wieder Drehzahl unten. Ach, wir haben gar keine Drehzahl mehr. Das ist die Uhr. Ja, eine Uhr ist natürlich auch wichtiger. Okay, ist auch nur für den Beifahrer. Aber an sich ganz geil. Der Klang hat auch was irgendwie. So, ich würde mal sagen, da machen wir mal was Schönes draus. Der Wagen ist ja an sich schon ziemlich sexy, aber ich will da mal gucken, was wir noch so draus machen können. Deswegen gehen wir mal rein und schauen doch einmal, was wir hier so machen können. Wir können natürlich einen Motor wechseln in den... 5,8 Liter V8 DSC. Was heißt denn mal DSC? Das ist die Stop. Ne, ist kein Doppelkupplungsgetriebe. Das ergibt ja gar keinen Sinn im Forza. Warte mal. Gut, das bringt mir gar nichts. Ich weiß nicht, wo das DSC steht, aber auf jeden Fall können wir einen fetten V8 reinbauen. Das wäre natürlich eine Idee. Ist ja eigentlich an sich ein Ami. 8,4 Liter V10. Gut, macht auch Sinn. Ist auch ein Ami, weil das ist nämlich der Viper-Motor, den wir hier reinballern könnten. Aber wenn, käme V8 rein auf jeden Fall. Deswegen, okay, das können wir da machen. Wir gucken jetzt mal Optikteile. Was können wir denn so machen? Gut, das machen wir auf jeden Fall nicht. Okay, wir können den Hinterreifen abnehmen. Vorzuweisen 3 Straßenheckflügel. Ja, natürlich packt mich Surfbrett drauf. Ist natürlich schade, dass wir nur ein Surfbrett machen können. Aber an sich, wir können ein Surfbrett machen. Von daher ist es auch cool. Machen wir deswegen auf jeden Fall. So, Reifen. Wenn ich die jetzt hier mache, haben wir die Weiß... Das Weißwand ist weg. Ja, gut. Dann packen wir also keinen anderen Reifen drauf, weil ich will Weißwandreifen behalten. Ich glaube, bei den Felgen werde ich, glaube auch nichts anderes... Wir gucken mal kurz durch. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich andere nehme, ist sehr gering, weil... Es wird da nicht viel anderes geben, was an diesen schönen Style dieser Felgen rankommt. Da sind wir mal ehrlich, das wird sehr, sehr schwer. Dass wir da irgendwelche Felgen finden. Ja, hier hätten wir theoretisch welche, aber die sind ja vom Style ähnlich. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich glaube, da werden wir wohl relativ... Ich werde gar nicht mehr so verkehrt. Aber da werden wir höchstwahrscheinlich einfach nur bei den wunderschönen originalen Felgen bleiben, weil die haben auch was, die haben auch natürlich Charme. So, würde ich mal sagen, wir machen Bremsen, machen wir einfach nur, um die Karre, um besser zu bremsen. Das sieht man eh hinter den Felgen nicht, deswegen können wir das machen. Hauen die Karre natürlich auf die Fresse runter, allein weil es geil aussieht. Und gehen mal kurz raus, das nehmen wir mal kurz. Und jetzt gucken wir mal kurz nach dem Design, weil ich will mal gucken, was wir so am Design machen können. Dann schauen wir wegen Motor. Ich bin echt überlegen, ob wir einen V8 reinbauen oder ob wir einen originalen Motor lassen und es einfach als Cruiser-Karre lassen. Wir müssen ja nicht aber alle Autos voll auf der Fresse bauen, denn die müssen ja nicht immer, ne, 5000 PS haben gefühlt. Man kann ja auch mal einen Wagen haben, mit dem man einfach mal wirklich entspannt fahren kann. Und ich glaube, der Wagen ist die optimale Grundlage dafür, weil entspannter als D100 geht, oh Gottes Namen, geht's kaum. Das hat auch was. Ich will eigentlich so Hippie haben. Das ist schon echt geil. Ich will eigentlich wirklich so ein bisschen Hippie sein, aber das Holz kann man nicht lackieren. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich will echt so eine schöne Oldschool-Lackierung eigentlich haben.
Okay, noch mehr Holz muss jetzt auch nicht sein. Muss ja nicht gleich übertreiben. Ich fand die eine hier ganz geil. Wo war sie denn? Die finde ich gar nicht mal so verkehrt. Dann fand ich die auch ganz geil. Oder die. Mit dem Blumenmuster an der Seite. Der Chromhaube, es hat schon was. Das ist halt auch schick, ne? Ich suche mal nach Real. Also einfach mal nach Real. Gucken wir mal. Ich will auf jeden Fall kein Monster Energy oder irgendwas. Wie gesagt, die Karre wird jetzt schön. Das wird jetzt unsere Chillerkiste. Ja, man muss ja auch mal das Leben genießen. Das ist mit so einem Wagen optimal. Was haben wir denn da so alles? Es lädt halt immer noch genauso schnell wie den vorherigen Teil. Nicht. Na komm. Das lackiere ich ihn einfach selber. Wo ich halt schon gern so ein bisschen mit Pinstripe oder sowas hätte. Boah, das ist auch schick. Da sagt mir nichts zu, ey. Da sagt mir nichts davon zu. Geh nochmal ganz da vorne. Da waren nämlich ein, zwei, die wir vielleicht Max ein bisschen zusagen würden. Woody soll schön aussehen. Das hat der Wagen verdient. Ich finde die an sich ganz geil. Ich weiß ja nicht, was das für ein komischer Rostfleck da vorne an der Kotflüge sein soll. Das irritiert mich ein bisschen. Komm, ich nehm's trotzdem, weil ich das mit der Blume hinten schön finde. Ich packe erstmal drauf, wir gucken mal, wie das mir gefällt. Wenn es mir nicht gefällt, nehmen wir ein anderes. Aber an sich sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Und dann geben wir noch ein bisschen Leistung, machen wir mal Auspuff und so einen Scheiß, machen wir mal. Aber nicht zu viel. Wie gesagt, das wird jetzt, ne, mit dem fahren wir mal entspannt. Ja, sieht die Lackierung geil aus, ich guck mal. Ach, so ein Schimmereffekt, okay, das ist geil, das lassen wir drauf, das ist geil. Oh, das, Alter. Ja, der macht was her, das ist eine, ja, genau so wollte ich das haben, optimal. Jetzt gucken wir kurz, ob wir die Karre vielleicht noch tiefer kriegen, alleine aus Optikgründen, weil es einfach geil aussieht, wenn so eine Karre schleift. Ja, da geht noch was, da geht noch was, das ist schön. So, da kriegt auch keinen Sturz, da kriegt einfach nur runter. So, jetzt gucken wir mal Upgrades, ein bisschen mehr leisten, so auf D150 oder sowas, nicht viel, weil ich die Reifen auch nicht ändern möchte, aus dem einfachen Grund, dass wir ja sonst keinen Weißmann mehr haben. Nochmal Auspuff. Einlass. Und machen wir scharf Nockenwellen rein, stärkere. Ja, komm, machen wir eine Stufe, machen wir mal. So, reicht schon. Mehr will ich nicht machen. Der Wagen bleibt so. So, jetzt würde ich mal sagen, cruisen wir ein bisschen zu. Wir uns mal schön ein paar Rennen raus, die wir fahren. Also nicht mit dem Fahrzeug, mit dem fahren wir da hin. Das ist jetzt unser Reisemobil, nenne ich es mal. Und mit dem fahren wir da entspannt hin. So. Kurze Ladezeit. Alter, wie der hochdreht, ne? Das klingt halt einfach so brutal alt. Aber das muss so. So, wir suchen uns mal was Schönes raus. Ich will eigentlich ein bisschen mal rum, ein bisschen weiterfahren, damit wir eine schöne Strecke haben. Hier unten haben wir noch einen unentdeckten PR-Stand. Da haben wir auch schon PR-Stand abgeschlossen. Hier unten haben wir noch einen PR-Stand. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist, die PR-Stands mit dem Ding zu fahren. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich damit machen sollte. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier raus zur Strecke. Da haben wir ein bisschen Fahrt mit dem Fahrzeug. Wie sieht das von innen so aus? Schon geil, ne? Hat, macht schon was her. Okay, dass wir jetzt durchdrehende Reifen haben, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Alter, ist das geil. Guck dir das mal an. Das ist einfach... Wie gesagt, es ist kein Auto, um hier rennen zu fahren. Kann man dir helfen? Um hier rennen zu fahren, das ist einfach wirklich so ein richtig Chill-Account. Und es passt halt perfekt, dass wir hier am Strand sind, Service Paradise... Und dann mit so einem Fahrzeug. Das ist halt einfach schon ein bisschen geil. Das feiere ich schon sehr hart. Wie gesagt, es ist kein Auto, mit dem du PR-Stands machst. Es ist kein Auto, mit dem du Rennen fährst. Mit dem fährst du einfach hier gechillt durch Australien. Und genießt die Umgebung. So würde ich es einfach behaupten. Dafür ist der Wagen optimal. 400 Metern rechts abbiegen. Wird gemacht, Madame. Moin sein. Okay, ganz schön viele Woodies. Nur Woody. Er ist der Einzige, der hier restauriert worden ist. 5 Stück gleichzeitig auf der Straße. Spielwelt richtig simulieren kann, Forza Horizon 3. Super. Im Kreisverkehr, die ich habe gerade echt Punkte für den Drift bekommen. Mit dem Woody. Warte mal kurz. Im jetzt Kreisverkehr auch weg, ne? Die erste Ausfahrt nehmen. Ist gerade nicht wirklich passiert. Ich habe die Karre gerade nicht weggeworfen, ne? Hat der Heckantrieb? Ich guck mal schnell. Oh Gott, die Bremsen. Wo haben wir schon besser drin? Kein Scheiß, der Deckantrieb, geil.
Ach, so schön. Das ist gerade, das ist mal richtig gerade entspannt. Das ist so ein bisschen Entschleunigung, das Let's Plays. Es fahren nur noch Woodies rum. Das ist halt echt ungünstig. Wenn, ist das das einzige Auto in dieser verfickten Klasse oder warum fahren nur noch alle Woody? Das macht gerade irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Ey, du fährst mit deinem Woody cool gechillt rum, so wie 20.000 andere Leute in ganz Australien anscheinend. Alter, das ist doch... In 400 Metern, das ist nicht richtig! Hör auf damit! Das sieht in meiner Kuh aus. So, Bitch, please. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ackerlandfahrt. Wir machen da mal ein schönes Fanrennen. Wir könnten theoretisch Classic... Ist das bei Classic Muscle? Ja, nee, ist klar, Alter. Der kriegt doch nur auf die Fresse. Was soll das denn für ein Konkurrent? Nee, wir machen mal ein eigenes. Oh, wir könnten auch ein anderes Auto von uns benutzen, theoretisch dafür. Aber ich will ein anderes machen. Ach, es gibt... Ah! Es gibt extra eine Liste nur für Scheunenfunde. Das ist natürlich ganz geil. Aber auf was habe ich denn mal Bock? Super Hot Hatch. Super Hot Hatch hätte eigentlich echt mal Bock. Oder wir fahren den Muscle Cars, dann müssten wir nur ein anderes rausholen. Können wir theoretisch auch mal. Komm, wir fahren die Veranstaltung. Nehmen einfach Muscle Cars bei uns, haben wir ein paar. Wir könnten entweder den Charger fahren oder den Falcon. Die sind halt beide komplett krank umgebaut, das ist mir klar. Entschuldigung, da muss ich mal kurz niesen. Die sind natürlich beide total krank umgebaut. Die werden eine Kurvenlage haben, wie scheiße. Aber komm, scheiß drauf, wir fahren den Ford Falcon mal in dem Rennen. Probieren wir es mal einfach mal aus. Den haben wir ja umgebaut, den Charger haben wir ja umgebaut, sind Rennen gefahren, sind aufs Maul geflogen. Mit dem Ford Falcon haben wir es erst ganz gelassen, Rennen zu fahren. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal aus. Mit der Hoffnung, dass wir danach unseren Woody wieder bekommen und nicht das Auto gewechselt wird. Weil das weiß ich jetzt leider nicht, gar nicht mehr aus dem Kopf, ob das Auto, das man dann in der Veranstaltung gefahren ist, das, was man dann ist, bekommt, was wir, das, was man in der Veranstaltung gefahren hat. Ob das dann das Auto ist, was man in der freien Fahrt wieder fährt. So, das wollte ich sagen. Mein Gott, war jetzt aber auch eine schwere Geburt. So, ja, sieht schon ein bisschen brutal aus. Da wollen wir mal. Wie gesagt, Sieg ist bei den Rennen mir nicht wichtig. Die Beleuchtung ist gerade geil. Muss man mal ganz klar sagen, die Beleuchtung ist gerade ziemlich sexy. Oh, schön Offroad noch, ja. Damit das möglichst brutal wird. Oh, komm schon. Ja, Mauer. Komm schon, ganz ruhig. Ach, okay, Spur mal zurück. Kannst du vergessen, wenn du den Sprung schief annimmst, kannst du mit dem Wagen das danach komplett vergessen, was danach passiert. Da hast du keine Kontrolle mehr drüber. Da passieren einfach dann plötzlich Dinge. Ich sag so, wir haben viel zu viel Dampf, um schon auf Asphalt zu fahren. Da kann man sich denken, wie super das Offroad funktioniert. Kontrolle. Volle Kontrolle über mein Fahrzeug. Ich weiß, was ich hier tue. Das ist kompletter Bullshit. Mein Gott, hör auf gerade zu springen. Ja, hör auf gerade zu springen. Los, mach 360er in der Luft, bitte. Nein, hör auf viel zu springen. Ich glaube, bei den Rennen kommst du ja wirklich nicht drauf an, dass man gewinnt, weil man kriegt ja kosten deine Fans und spielst es auch relativ Wayne. Von daher schließe ich die auch gerne als Zweiter oder Dritter ab. Also, genau, Zweiter oder Dritter. Oder auch auf Platz 9. Aber ich wollte halt den zweiten und dritten Platz einfach mal so als Möglichkeit nennen, weil das klingt irgendwie positiver als 8er, 9er. Der Wack ist hier für diese Strecke halt gar nicht geschaffen. Aber ich krieg geschickt. Die Strecke ist trotzdem schon ganz geil sonst. Auch wenn man die halt, wie gesagt, nicht richtig fahren kann. Aber sonst ist sie ganz schön. Der Wagen ist geil. Der Wagen, der macht halt wirklich was her. Ich finde das Heck halt echt geil. Okay, der hing anscheinend an der Mauer. Ja, super geil. Ah, der hat sich hier festgefahren, der Depp. Und hing uns natürlich dadurch jetzt im Weg. Das war natürlich jetzt brillant. Und er hat wollte anscheinend zurücksetzen. Das war natürlich auch gut. Habe ich den weggeschubst. Ja, war keine Absicht. Ja, doch, war's schon. War schon. Wäre gelogen, wenn nicht. Ah, fahr gerade bitte. Komm schon. Keine Chance, diesen Wagen zu verwenden.
Nicht hier auf dem Untergrund. Okay, jetzt habe ich Asphalt jetzt damit gefressen. Nicht mehr aufweichen, scheiße. Hier ist er im Untergrund. Ja, hier hast du Asphalt. Ja, okay, auch ein bisschen am Wagen. Ja, hier hast du am Wagen. Ja, okay, halt jetzt die Fresse. Komm, zieh gerade. Alter. Er ist halt nur am Rumschmieren. Peter, danke schön. Könntest du mir mal aufweichen? Hallo! Was soll die Scheiße denn jetzt, du Kackdriver da? Nichts gegen Peter, aber was soll das denn? Guck mal, wie der mich reinhält! Ja, scheiß, da, Kuschli, hallo! Oh, Alter. Wie geil, wie ihr komplett auf eurer Route bewahrt. Fick drauf gibt, was der Fahrer neben euch macht. Wenn es kein Driver da ist. Alter, der kommt halt um nichts rum. Ich sage echt kein Auto für Strecken und für Rennen. Drag Racing meinetwegen, aber da brauchst du auch erstmal 5 Kilometer, bis du Grip findest. Komm schon. Ja, Top 10 wenigstens erreichen, mein Gott, scheiß drauf. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir irgendwie ein Top-Ergebnis mit dem Wagen fahren. Die Strecke hat es natürlich dann noch weiter vermindert, weil, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Offroad, kannst du das vergessen. Ja, ich der Wagen nicht zu gebrauchen. Schade. Aber wir trotzdem ein paar Credits. Und immerhin XP von daher. Und wir haben Level. Oh, bitte gib mir den. Ja, bitte, ich will den haben. Bitte. Komm schon. Ja, okay, nehme ich auch ganz gerne, aber den GTR hätte ich schon lieber gehabt. Mano. Gute Fans. Bis wir 2 Millionen haben, wird ja Ewigkeit dauern. Was muss ich denn dafür anstellen, sag mal? Muss ich denn dafür anstehen, noch 400.000 Fans zu bekommen? Das war ja vorher, war das ein Schaurennen, aber wir kriegen ja vorher kein Schaurennen, ne? Das kriegst du jetzt nicht zugeworfen. Ja, wir fahren jetzt wirklich den Wagen. Ja, ich will auf Woody fahren. Ah. Hier haben wir noch einen PS, dann scheiß drauf. Fahren wir hier unten zu den PS dann runter. Ich wollte Woody fahren, was soll das denn? Ich wechsle ja wirklich die Karre. Die Gerüchteküche brodelt weiter. Ein stillgelegtes Auto verrottet in einem alten Schuppen. Mach das, was du immer machst. Suchen. Hallo, Lou. Alter! Ich habe einen neuen Kandidaten für deine Aufstellung entdeckt. Ich habe die Position auf der Karte markiert. Das ist nett, super. Boost 1083. Okay, wir suchen bald erstmal zu dem PR-Stand. Dann porte ich mich mal ganz kurz hoch zum Festivalgebiet im Outback und dann die Scheunen von suchen wir mit Woody. Weil ich will die Karre fahren. Ich habe mir die nicht jetzt aufgebaut, um den gerade stehen zu lassen. Der ist halt extra dafür da. Und da will ich Woody fahren. Von daher werden wir den schön rausholen, dann mal mitfahren. Bei dem Driver-Tag-Gegner, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das mit Woody machen sollte. Wissen das? Was? Würfel ist das? Wo? Wo? Wo ist denn das Auto? Ich will schon wissen, was ich hier fahren darf. Ach, jetzt ist da. Ach du Scheiße. Das könnte jetzt interessant werden. Na gut, schauen wir mal. Das ist ein dummer Startpunkt für einen Muscle Car im Sand. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Ausgangslage. Durchdringen Sie den Nebel und decken Sie Oldsmobile 442. Ein Spuk. Was? Also, ich möchte so nebenbei erwähnen, ich hasse Horrorfilme. Ich hasse Horrorfilme. Muss ich nicht wirklich haben. Das ist so ein. Nee, brauche ich halt einfach nicht. Ne? Horrorfilme sind so ein Genre. Ich lache lieber, als dass ich kurz davor bin, einen Herzinfarkt zu bekommen. Also ich habe lieber einen Herzinfarkt ins Lachen. Ich fahre jetzt mal die Route ab. Ich bin noch das Spuk ausgespannt. Und wehe, da erschreckt mich irgendwas. Ey, dann hau ich die Entwickler so auf die Fresse. Gut, das ist natürlich so ein typisches Auto, was man so in typischen Teenie-Schockern reinpacken kann. So, ey, wir fahren als so eine kleine Teenie-Gruppe in den Wald. Super verlassen Hütte. Mit dem schönen alten Massaker. Weil wenn wir eins haben, dann Geld, aber kein Hirn. Das Dunkel ist ja noch nicht. Das Glück ist, dass wir da sind, sind dunkel und ich bereue das. Zur Not sind gerade hier ballern. Wir werden auch quer ballern. Okay, wir sollen hier wirklich querfeld ein. Erstmal, dass ich mir Navi so eine Route vorschlägt, aber okay, ich nehme die hin. Die Musik steigert das Ganze gerade ganz gut. Komm aus dem Quark, Mensch!
Wenn man vorher eine Karre mit über 1000 PS gefahren ist, ist das natürlich jetzt hier gefühlt unterbremsiert. Aber es reicht eigentlich für Federung und Bremsen, die hier verbaut sind. Na, oh, schaffen wir locker flockig. Locker flockig schaffen wir das. Ja, ein Baum. Sieht Spucker aus, echt jetzt? Sie haben den Ziel auch erreicht. Wow. Ja gut, es war jetzt einfach eine Hütte im Wald, ne? Das war jetzt... Ich habe jetzt irgendwas erwartet. Ich glaube, das war zu viel von mir. Ich habe zu viel erwartet, ne? Manchmal muss man einfach mal die Art Erwartungshaltung runterhalten. Fahren zum Spukhaus. Ja, okay, wir nennen Spukhaus, damit das irgendwie einen thematischen Hintergrund habt. Sie haben uns erwischt, ist okay. Also bitte posten Sie das nicht im Forum und beschweren Sie sich. Bitte tun Sie das nicht. So, jetzt gehen wir erstmal nach ins Outback, holen da unseren Woody wieder und das klingt immer falsch. Weil Morningwood zum Beispiel ist eine andere Bedeutung für irgendwas anderes in Amerika, deswegen sage ich das jetzt mal nicht aufs ausgesprochen, aber ja, auf jeden Fall ja, deswegen, ne, und so. Ist vielleicht Woody jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, so, ich mache mir trotzdem mal schon mal, ich muss wieder keine Route legen, das ist hier direkt um Ecke. Wir machen eine Schnellreise, kurz dahin, holen Woody, fahren dahin und ich weiß nicht, ob wir zu den Driver-Tar da runterballern, weil ich drück's mal liebevoll aus, wenn den Driver-Tar, wenn wir auf Fresse kriegen. Wenn der keinen Woody fährt, kriegen wir aufs Maul. Selbst wenn er Woody kriegt, fährt, kriegen wir höchstens nicht aufs Maul, weil wir nicht hinterherkommen, weil wir nicht schneller sein werden als er, weil wir einfach gar keine Geschwindigkeit haben. Obwohl, wenn er serienmäßig fährt, sind wir schneller. Ha! Wir können es probieren. So geil dieser Wagen aussieht, wir gehen mal ganz kurz ins Festivalgelände. Ich habe mir heute für diese Folge ein schönes Auto aufgebaut. Das möchte ich dann auch bitte ein bisschen genießen. So, Park, meine Autos. Ford. Wo ist er denn? Da, Woody. Ab geht's. Schön ist in der Playlist drin, in eurer eigenen Playlist hier, also in dieser Musikplaylist, die ich mit euren Liedern erstellt habe, ist auch von 257, das Ich und mein Holz. Es wäre jetzt eigentlich super geil, wenn ich das Lied erwischen könnte. Ich fahr mal kurz vom Festivalgelände runter, weil dann sehe ich nämlich die Playlist auch links. Dann werde ich einfach mal so lange rumskippen, bis wir Ich und mein Holz dabei haben. Das wäre jetzt mega geil. Schon Ich und mein Holz, nein. 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 Komm schon. Nein. 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 Ich warte jetzt so lange, bis ich hier mein Holz anhabe, sonst mache ich hier gar nichts mehr. Komm schon. Nein. Ups. Nein. Nein. Ich hoffe, es kommt überhaupt nicht. Es ist nicht buggy, dass es nicht lädt. Oder es will einfach nicht laden, weil es keinen Bock drauf hat, dass es dran kommt. Jetzt komm schon, so viele sind da auch nicht drin. Ich glaube, mir geht gerade die Playlist echt rückwärts vor, ne? Ja. Nein, da war... Scheiße, da war es, ich Idiot. Nein! Ah! Oh nein, der geht die komplett rückwärts durch. Ach du Scheiße. So, dafür war es mir jetzt gerade wert. Ich wollte das Ding jetzt haben. Und ich wollte jetzt nicht nochmal damit aufbürgen, wie er komplett sehen, wie ich die ganze Playlist aber durchskippe. Also er spielt die gegen das Alphabet. Also rückwärts. Schön. Dauert also ewig, bis du das Lied erwischt hast. Ja, ist jetzt eine Hymne an den Woody. Ja, hallo? Das muss jetzt einfach ran. Sorry, das passt einfach so gut in dem Moment. Alle in das Wood. Ja, Woody. Ja, das geht an dich, mein Bro. Ja, ich und Woody. Ne? Das ist eine Liebe. Wenn du 130 km/h über den Highway fliegst und dich leitest, entspannst, rollst, ja, dann gibst du dich und deinen Woody. Das klingt alles falsch. Ich weiß. Das ist mir Latte. Das war jetzt kein gutes Wortspiel. Nein. Das war unpassend. Ich sing nicht mit, ich habe keine Stimme dafür. Ich lasse das Lied alleine wirken. Das ist, glaube ich, besser. So. Jetzt sind wir hier schon in den Scheunefundbereich. Wo fühlen wir sich? In den Scheunefundbereich. Ich könnte mir vorstellen, dass da vorne die Scheune schon sein. Das wäre natürlich ziemlich langweilig. Na, komm schon. Das ist echt so ein Lied, wo ich jedes Mal versuche mitzusingen. Aber ich halte jetzt einfach mal die Fresse. Also im Sinne von, ich will nicht mitsingen, ich halte sonst nicht das Maul, keine Sorge, ich gehe trotzdem noch viel weiter. So, gucken wir uns mal kurz das Areal an, damit ich mit ungefähr weiß, wo ich mich so vor. Okay, wir sollten darüber ballern, weil hier drüben wird es nicht sein. So,
gucken wir mal drüber. Da haben wir nämlich noch einen wunderschönen Fahrt, den wir mal abfahren werden. Da kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass es ist, weil ich möchte ungern ziemlich viel Offroad fahren, weil wir sonst einfach nur den Berg wieder zurückrollen werden. Nichts gegen Woody, aber ich glaube, die Leistung ist jetzt nicht so brachial, dass das der jeden Berg erklimmt. Wir fahren einfach mal den Weg hier lang. Und halten ein bisschen die Augen einfach offen. Dann werden wir sicher was finden. Okay, es ist jetzt schon gleich gefühlt, dass wir gleich... Ach du Scheiße, wir rollen gleich zurück. Nein, komm. Sicher hier mitten oben irgendwo auf dem Berg sein. Das ist eine Gefahrenzone. Ah nein, hier sind wir die eine Löffelliste gefahren, stimmt. Hier sind wir eine Löffelliste gefahren. Das ist doch ein ganz großes Areal, da unten ist was. Das ist schon ein recht großes... Ich hab sie gefunden, das ist doch eine Scheune, oder? Ja, ist er. Oder? Muss es sein, was soll das sonst sein? Ja, ich wollte schon sagen, was soll denn sonst jetzt hier noch rumstehen? So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier wunderschönes drin steht. Mal sehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Oh, das ist ein Reliant Regal, ein wahres Stück britischer Automobilgeschichte. Wenn du weiter so Klassiker aus dem Hut zauberst, bist du in einem Jahr glatt Millionär. Oh Gott, ihr wisst schon, was wir nächste Folge aufbauen, oder? Ihr wisst schon, was wir nächste Folge richtig aufbauen werden. Das wird nächste Folge sehr, sehr stark eskalieren. Ich werde mich mal um die Knutschkugel kümmern. Das Fahrgefühl damit wird sicher ein Hochgenuss. Ja, sicher. Alle 2 Minuten nach oben kippen, geil. Oh ja, wir werden nächste Folge Spaß. Das wird geil. Perfekter Schaltwort, da habe ich mich drauf gefreut. Den wollte ich schon unbedingt haben. So, ups. So. Jetzt gucken wir mal, machen wir noch was diese Folge oder lassen wir es jetzt einfach wunderschön ausklingen und eskalieren nächstes Mal mit einem Rare and Robin. Ich finde, die Idee ist eigentlich gut. Und wir fahren dann mit dem Reliant Robin gegen den KI, gegen den Driver-Tar. Das klingt echt nach einer super tollen Idee. Ich wüsste gar nicht, was besser sein könnte. Ja, würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall in der kommenden Folge hier bei Let's Play Forza Horizon 3. Wie mir jetzt euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da und dann sehen wir uns zur kommenden Folge wieder. Bis dann, ciao!